Das ist eine Unterrichtsreflexion. Letzte Woche habe ich meine Kinder in Mathe zum Thema Orientierung im Raum Würfelgebäude nachbauen lassen. Ziel war es, dass sie beim fertigen Gebäude bestimmen, wo ist der rote Stein. Ja, und wie es so ist, hatten wir natürlich nicht genug farbige Steine, um das genau nachzustellen. Also musste ich als flexible Lehrerin, die ich bin, die Fragestellung ein bisschen ändern. Und so war es dann nicht mehr, wo ist der rote Stein, sondern wo ist der andersfarbige Stein. Naja, kein Problem. Anhand verschiedener Würfelgebäude sollten die Kinder ihre Orientierung im Raum schulen und, weil wir natürlich Fachsprache anbahnen müssen und wollen, passende Begriffe zur Beschreibung des Gesehenen verwenden, wie rechts, links, vorne, hinten, oben, unten. Das oder sowas Ähnliches haben wir in der ersten Klasse bereits gemacht. Da mussten sie von ihrer eigenen Position aus beschreiben, wo etwas ist. Also links, rechts, vorne, hinten, oben, unten. Jetzt wird das Ganze natürlich nochmal aufgegriffen, Stichwort Spiralcurriculum, und ein bisschen komplexer gestaltet, indem sie jetzt nicht mehr von ihrer eigenen Position aus die Lage beschreiben, sondern aus einer anderen Position. Also ich glaube, im Lehrplan heißt es sowas wie Gegenstände zueinander in Beziehung setzen, also nicht mehr zu sich selbst. Thema ist also, die Raumlage aus vier verschiedenen Perspektiven zu beschreiben. Hierfür habe ich sie mehr oder weniger spontan in kleine Gruppen aufgeteilt und ihnen folgenden Auftrag gegeben. Sie sollen die Situation auf dem Bild, also es gab Bilder mit Kindern, die Würfelgebäude bauen, diese Situation sollen sie nachspielen, das Würfelgebäude nachbauen und dann bestimmen, wo der rote bzw. andersfarbige Stein aus der jeweiligen Sicht der vier verschiedenen Kinder ist. Natürlich haben wir das Ganze vorher mal im Sitzkreis zusammen geübt, was auch nur so semi gut gelaufen ist. Meine Kinder lagen eher am Boden, als dass sie anständig da saßen. Aber egal. Wir haben das mal nachgespielt. Ich habe ein Würfelgebäude in der Mitte aufgestellt, wenn man von einem Gebäude sprechen kann. Es war ein sehr, sehr einfaches Gebilde. Und habe Kinder beschreiben lassen, wo ein Kind, das gegenüber von ihnen sitzt, den roten Stein sieht. Damit sie schon mal ein Gefühl bekommen dafür, dass jedes Kind das anders sieht. Und ja, wie gesagt, der Sitzkreis war ein bisschen chaotisch, aber eigentlich haben die Kinder schon begriffen, ah ja, da geht's darum, dass mein links dem anderen sein rechts ist und mein hinten ist für den anderen vorne. Ein Kind hat es wunderbar beschrieben, sie hat gemeint, sie verwendet es als Strategie immer so, dass sie sich denkt, was sehe ich denn? Dann muss ja der andere, der mir gegenüber sitzt, genau das Gegenteil davon sehen. Eigentlich schön. Nach dem Sitzkreis habe ich den Kindern noch auf einer Folie gezeigt, wie sie diese Bilder, die sie jetzt dann zum Nachbauen bekommen, zu verstehen haben und wie sie ihre Ergebnisse notieren. Das haben wir noch gemeinsam gemacht und dann habe ich sie in die Gruppenarbeitsphase entlassen. Ja, und hierbei habe ich tatsächlich etwas vergessen gehabt. Etwas gar nicht mal so Unwichtiges. Ja, wie soll ich sagen? Ich habe im Prinzip durch dieses lange Frontalunterricht halten, jetzt in dieser Pandemie-Schulzeit, vergessen, dass man ja solche Sozialformen wie Gruppenarbeit tatsächlich anständig einführen muss. Ja, und habe meine Kinder einfach ans Arbeiten geschickt. Und deswegen ist ein Thema, was wirklich Potenzial gehabt hätte, ziemlich chaotisch verlaufen. Okay, ich möchte es euch hier zeigen, was ich alles falsch gemacht habe und was ihr besser machen könnt. Zunächst einmal lasst uns mal drüber nachdenken, warum dieses Szenario eigentlich für eine Gruppenarbeit perfekt ist. Zum einen ist es eine ganz praktische Sache, nämlich Material. Es gibt nicht genug Material, wahrscheinlich an keiner Schule, dass jedes Kind für sich so ein riesiges Gebäude bauen könnte. Ich glaube, das größte Gebäude hatte 27 Steine. Also das kann man einfach nicht leisten, von daher spart man sich schon mal Material, indem man sagt, vier Kinder kriegen zusammen dieses Arsenal an Bausteinen und damit können sie die Würfelgebäude nachbauen. Zum anderen eignet es sich zur gegenseitigen Kontrolle, also zur Verständnisüberprüfung, weil wenn es einer in der Gruppe nicht verstanden hat, was jetzt zu tun ist, gibt es noch andere Kinder. Und noch viel wichtiger, da es ja darum geht, dass man ein Würfelgebäude aus vier verschiedenen Ansichten beschreibt, kann man diese Situation ja tatsächlich nachspielen. Also das ist quasi ein authentischer Anlass. Es ergibt sich von der Natur aus, dass sich vier Kinder um einen Tisch positionieren und von vier verschiedenen Seiten auf dieses Gebäude schauen und aus ihrer Sicht beschreiben können, wo dieser eine Stein ist und sich darüber austauschen. Also es ist ein natürlicher Sprechanlass, um
die eigene Sichtweise zu verbalisieren. Und dadurch, dass sie sich miteinander austauschen müssen und gegenseitig auch kontrollieren können, ob der andere das richtig notiert hat, ob das jetzt stimmt, sind sie auch gezwungen, sich fachlich, also mit den richtigen Begriffen auszutauschen. Was ist denn links? Was ist denn rechts? Was ist vorne? Was ist hinten? Was ist oben? Was ist unten? Und dann ist es natürlich ein tolles Visualisierungsmittel, weil wenn ein Kind eben nicht versteht, warum das aus der einen Sicht genau das andere ist, als was er gedacht hat oder sie, dann kann da einfach der oder diejenige sich in die Position des Kindes stellen und das nachempfinden. Also es ist quasi auch noch eine Art Differenzierungsmittel, wenn man so will. Man kann selber in der Position, die man hatte, bleiben und versuchen, aus der Sicht anderer Kinder das zu beschreiben. Oder wenn es einen überfordert, den Platz wechseln und über die Schulter des einen Kindes schauen und feststellen, ah ja, die haben ja recht. Also ein super Mittel, um Kommunikation und Argumentation anzuregen. Um es zusammenzufassen, würde ich sagen, gibt es 4 Gründe, die dafür sprechen, eine Gruppenarbeit zu diesem Thema zu machen. Nämlich erstens, dass wir Material teilen. Zweitens, dass wir Peer-Tutoring ermöglichen, sprich, dass wir es ermöglichen, dass Kinder gegenseitig in Lehrer-Schüler-Rollen schlüpfen und ihr Verständnis gegenseitig überprüfen und abchecken. Und drittens haben wir einen natürlichen, authentischen Anlass. Sie schlüpfen quasi in die Rolle dieser Kinder, die auf diese Würfelgebäude schauen. Und durch das Schlüpfen in eine andere Rolle nehmen sie natürlicherweise eine andere Sicht, eine andere Perspektive ein, was dann bei der Aufgabenstellung hilft. Wenn man Gruppenarbeit also geschickt einsetzt, schlägt man viele Fliegen mit einer Klatsche. Wenn nicht, dann geht das gründlich in die Hose. Das habe ich alles falsch gemacht. Zum einen habe ich die Gruppen spontan eingeteilt. Ich habe 2er-Gruppen gebildet, 3er-Gruppen, 4er-Gruppen. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, warum? Ich weiß, das hat viel damit zu tun, dass die Stunde dann in der 4. Stunde war und ich selber irgendwann auch Banane bin. Aber jetzt denke ich mir, warum hast du das getan? Macht gar keinen Sinn. Es wäre sinnvoll gewesen, 4er-Gruppen oder wenn überhaupt noch 3er-Gruppen zu bilden, wo ich dann als 4. Person einspringen kann. Oder wo einfach ein freier Ort ist zum Wechseln. Ich habe also die Gruppen spontan eingeteilt und so 2er-, 3er- und 4er-Gruppen erhalten. Und den nächsten Fehler, den ich begangen habe, ist, dass ich ihnen nicht gesagt habe oder mir nicht vorher Gedanken gemacht habe, wo sie arbeiten sollen. Das habe ich einfach mal vorausgesetzt, dass die sich einen guten Platz zum Arbeiten aussuchen. Ja, und so kam es dann, dass ich ein paar Kinder hatte, die haben das schon gut gemacht, die haben sich an 4 verschiedenen Seiten positioniert, um einen Tisch herum. Dann gab es da wieder Kinder, die zum Beispiel zu zweit gearbeitet haben und beide auf der gleichen Seite saßen oder zu dritt auf derselben Seite saßen. Da musste man dann quasi mit denen imitieren, ja, pass auf, du bist jetzt der eine an der Tischkante, du der andere. Und da müsst ihr halt so ein bisschen quer schauen. Besser wäre es gewesen, wenn ich ihnen gesagt hätte, schaut mal, ihr habt pro Gruppe einen Tisch, positioniert euch zu viert um diesen Tisch. Jeder hat eine Seite zu besetzen. Wenn man nicht so viele freie Tische im Klassenzimmer hat, ist das eigentlich auch kein Problem. Dann hätte man einfach in weiser Voraussicht vorher schon die Federmäppchen wegräumen lassen und die Büchertaschen so ein bisschen reinschieben unter den Tisch. Und die Kinder nur mit Bleistift, Radiergummi und Arbeitsblatt losschicken sollen. Aber auch das habe ich nicht gemacht. Und so waren sie quasi auch schlecht positioniert für diese Arbeit. Gehen wir weiter in der Liste der vielen Fehler, die ich an diesem Tag begangen habe. Als 3. Fehler habe ich tatsächlich mit den Kindern nicht besprochen, wie arbeiten wir eigentlich gut zusammen in einer Gruppe. Eine durchaus wichtige Frage, die man nicht vernachlässigen sollte. Es ist ja so, dass diese Aufgabenstellung an und für sich sehr ansprechend für Kinder sind, weil sie können mit Bauklötzen arbeiten und etwas aufbauen. Das lieben die alle. Wenn man vorher gewisse Fragen nicht klärt, dann sieht es folgendermaßen aus. Kinder, alles an und für sich eher kleine egoistische Wesen, streiten sich darum, wer bauen darf. Und dann geht es gequengellos. Der hat immer die Bausteine, immer muss der arbeiten. Die ist immer, die tut so, als wäre sie die Bestimmerin. Ich bin jetzt auch mal dran. Und dann ist der ganze gute Wille, der ist dahin. Es geht nur noch darum, wer bauen darf. Eine Frage, die man vorher klären sollte. Wie mache ich das eigentlich in der Gruppe? Wer darf als erstes nachbauen? Wechseln wir uns da ab? Gibt es da eine Reihenfolge? Zum anderen, wer ist dafür verantwortlich, das Material zu holen und darauf aufzupassen? Dann habe ich auch noch den Fehler gemacht, dass ich die Kinder alle die Ergebnisse notieren habe lassen, was auch ziemlich blöde ist, weil wenn sie um einen einzelnen Tisch positioniert sind und noch ein Würfelgebäude bauen und dann haben sie alle auch noch so ein DIN A4-Blatt in der Hand, dann ist da nicht mehr so viel Platz. Dann haben die nicht mehr so viel Platz, um ihre Ergebnisse anständig zu notieren.
Und es kommt hinzu, dass jeder auch so in einem unterschiedlichen Tempo notiert. Der Langsame braucht ewig, um sich überhaupt auf dem Blatt zu orientieren und die drei Orientierungsbuchstaben reinzuschreiben. Und der Schnellste ist dann immer derjenige, der denkt, ach, er ist jetzt natürlich der Schnellste, deswegen darf er das nächste Gebäude bauen. Ein heilloses Durcheinander. Das ist die dritte Sache, die ich falsch gemacht habe. Dass ich mit ihnen nicht geklärt habe, wer die Ergebnisse notieren soll. Ich habe einfach gesagt, ja, jeder macht's, aber das ist eigentlich doof. Es hätte ein Kind sein sollen, was sozusagen die Schreibaufgabe übernimmt. Und die anderen hätten diesem Kind helfen sollen, indem sie ihm diktieren, okay, wir sind zu folgenden Ergebnissen gekommen, das ist links, das ist oben und zwar und vorne. Und dann hätten sie überprüfen müssen, ob ihr Schreiber das richtig notiert. Und so hätte einer für die Gruppe alles gesichert, wäre jetzt aber nicht der Blöde, der alles alleine machen muss, sondern die anderen wären auch verpflichtet, ihm das dazu helfen. Zusammenfassend könnte man eigentlich diese drei letzten Aspekte, die ich genannt habe, unter folgendem Oberpunkt. Ich hätte Rollen verteilen müssen. Das ist eigentlich das klassische Element der Gruppenarbeit, dass man den Kindern, die in einer Gruppe zusammenarbeiten, eine bestimmte Rolle und Aufgabe zuteilt, am besten auch visuell. Und die Kinder begleiten die dann und haben da ihren Job zu erfüllen. Vom Ort her habe ich ja bereits gesagt, hätte ich es geschickter anstellen können, dass ich die Kinder gleich schon in Vierergruppen teile und ihnen einen Ort zuweise, wo sie arbeiten sollen. Ein Ort, wo sie andere nicht stören, wenn sie miteinander sprechen und wo sie sich einigermaßen gut um das Gebäude herumsetzen können und wo sie einfach mehr Raum haben, diese Aufgabe zu viert zu lösen. Wenn man, wie ich, ein Belohnungssystem arbeitet, das gruppenorientiert ist, also einen Gruppenfokus hat, bei mir gibt es die blaue, gelbe, rote, grüne Gruppe, dann kann man bei dieser Gruppenarbeit auch auf die Farbe eingehen und sagen, die Blauen arbeiten zusammen, die Gelben, die Roten, die Grünen und das noch verknüpfen mit einem Belohnungssystem. Also ich habe ein Belohnungssystem, das sind so Leitern, Verhaltensleitern und die Gruppenfarben hängen als Wäscheklammern dran und je nachdem, wie gut die Gruppe an dem Tag arbeitet oder sich verhält, steigen diese Wäscheklammern auf oder ab, gibt es auch. So viel zum Ort. Material kann man immer im Vorfeld schon bereitstellen, also die Anzahl von Würfeln, die man braucht, schon mal rausnehmen und in ein Transportgefäß geben, was Kinder gut transportieren können, weil dann kann man später, wenn man die Rollen verteilt hat, die Kinder in der Gruppe einnehmen, die Materialmanager aus den verschiedenen Gruppen zu sich holen, ihnen ein Körbchen in die Hand geben und sagen, das ist euer Material, du bringst mir das dann bitte wieder her. Das wäre easy peasy gewesen, so aber bin ich rumgelaufen mit diesem Material und habe versucht, allen Kindern einigermaßen zügig das nötige Material zu geben, was auch wieder für Unruhe sorgt und wertvolle Zeit frisst. Zeit ist hier übrigens auch ein gutes Stichwort. Ich habe es bereits bei der Rolle mit dem Zeitmanager erwähnt. Ich hätte den Kindern ein Zeitfenster vorgeben müssen, in dem sie ein gewisses Pensum an Aufgaben schaffen müssen, Minimum. Das könnte zum Beispiel sein, 10 bis 15 Minuten habt ihr Zeit und in dieser Zeit möchte ich, dass du in der Gruppe 3 bis 4 Gebäude schaffst, nachzubauen. Und um für noch mehr Verbindlichkeit zu sorgen, hätte ich auch ankündigen können, dass sie zu einem davon oder dass sie ein Ergebnis davon mit in den Sitzkreis bringen, wo wir dann die Ergebnisse thematisieren. Einfach um den Kindern zu vermitteln, ihr habt nur wenig Zeit, ihr habt eine ganz klare Aufgabe, ihr müsst in der Gruppe sofort damit anfangen, daran zu arbeiten und nicht erst noch ein Gebäude bauen, weil man da gerade Lust drauf hat, nicht erst noch mal irgendwelche Muster damit legen, nein, die Aufgabe erledigen. Und wenn ich nicht für Verbindlichkeit sorge, werden die Kinder nicht unbedingt von alleine darauf kommen, dass sie ihre Aufgabe jetzt erledigen. Zeitvorgaben, Anzahl von Aufgaben und die Aussicht darauf, etwas präsentieren zu müssen, sind sehr verbindlich. Und wenn man dann auch noch einen Zeitwächter und einen Moderator hat, dann gibt es sehr, sehr viele Argumente, warum ein Kind, das gerade einfach nur bauen möchte, vielleicht doch mal so langsam in die Gänge kommen sollte und die Aufgabe erledigt, die es bekommen hat. Ja, und wenn man diese Dinge, die ich jetzt hier alle aufgezählt habe, beachtet und anständig einführt, dann hätte man aus dieser inhaltlich interessanten Stunde wirklich was richtig Tolles machen können. So ist sie bei mir leider ein bisschen im Chaos geendet und ich habe mich daran erinnert, wie ich manchmal in meiner Referendariatzeit so tolle Späße gemacht habe, wo meine Seminarleiterin mir gesagt hat, ach, sorgen Sie dafür, dass die Kinder sich nochmal versammeln, dass wir Ergebnisse sichern, sonst verpufft das. Sonst ist die Erinnerung an die Stunde nicht schön.
Ich hoffe, dieses Video hilft dir dabei, deine Gruppenarbeit anständiger zu planen, als ich es gemacht habe, damit das Unterrichtsthema, was du dir ausgesucht hast, ein glanzvolleres Ende findet als meine Unterrichtsstunde, die letztendlich ein bisschen im Chaos geendet ist und du besser glänzen kannst, vor wem auch immer, und sei es nur vor dir selbst. Mit diesen Worten möchte ich mich von dir verabschieden. Ciao.